Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge ist mir zum Schluss eine Kleinigkeit passiert, die hätte so vielleicht nicht passieren sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das schön ausdrücken kann, aber eine Frau ließ ihr Leben, um eine gesamte Spezies vor dem Untergang zu bewahren. Ich möchte dieser Frau mit dieser Ansage und dieser kurzen 10-sekündigen Schweigesekunde meinen Dank und meinen aufrechten Respekt entgegenbringen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dasselbe tun würdet. Dankeschön. Ruhe in Frieden. Danke für dein Opfer. Ich will ja nicht meckern, ne? Aber es waren gerade zwei große Mimics. Was ist denn hier? Das war so nicht geplant. Poltergeist. Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwas ist hier auch nicht so, wie es sein sollte. Weil normalerweise fliegen Klopapierrollen nicht so durch einen Raum. Nehme ich das Geschütz mit? Nein, ich glaube nicht. Das letzte Mal, als wir oben waren, gab's, oh Gott, ein Weber. Eine 500 Mimic Party. Ich hab keinen Bock auf den Weber. Ist er down? Ja. Schön, Sie zu sehen. Nee, voll nicht. Hallo, Dr. Yun. Ist hier oben irgendwas Sinnvolles gewesen, was ich hätte gebrauchen können? Ja, aber ich habe eben schon alles recycelt, ne? Irgendwas sagt mir, das wird hier schief gehen. Technik-Operator, kannst du was Sinnvolles für mich tun? Mentale Fähigkeiten laut Neuralmuster unterstützt wird. Das sollte helfen. Das stärkt Ihre Konzentration. Wir werden nicht meckern, ne? Aber woher kommt die radioaktive Verstrahlung, die ich habe? Oh, von dem Gerät. Hallo. Waffenkammer oder Untersuchungsraum? Waffenkammer. Okay. Noch ist alles sauber. Materialgewinnung. Okay.
Der Mimik da noch drin ist ja lustig. Guck mal hier. Ja. Komm her, komm her. Was? Die Welt geht gerade unter, aber scheißegal. Hier habe ich auch schon alles weggeholt, ne? Ja, nicht meckern, ne? Aber. Das ist ein Ätherphantom. Den ich übrigens unheimlich nicht sexy finde. Gute Nacht, Baldur. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Denkt dran, morgen wäre es ganz geil, wenn ihr bei Shellshock mit dabei wärt. Einen Key werde ich auf jeden Fall verlosen. Darauf könnt ihr euch schon mal verlassen. Wenn wir morgen zumindest ein paar Leute sind, würde ich mich sehr drüber freuen. Ist nämlich ein sehr, sehr gutes Game. Würde ich mich freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Boah, ich habe so Schiss da vorne jetzt ums Eck zu gehen. Ich schwör's dir, das ist irgendeine Scheiße. Ich wusste schon warum. Okay. Ich weiß, dass die mittlerweile heiß auf mich sind, die Geschütze. Dadurch, weil ich so viel Teifenmaterial habe. Ey, wenn der jetzt noch weiter fliegt, ömmel ich mich weg. Okay, wir schnell speichern, das hilft mir alles nichts. Mikrogravitation entdeckt. Ganz wichtig. Ein Schub. Einschub. Erstmal wird gerade alles einmal abgecheckt. Der Plan war anders, als er umgesetzt wurde. Ey, was seid ihr denn dumm? Jetzt mal ernsthaft. Hier. Da, nehmt den. Okay. Zentrum der Koralle. Nur mit einer Schaumstoff-Nerf-Gun. Befestigt. Oh, da wäre noch einer. Nicht, dass ich dem Gerät nicht trauen würde, aber... Ist das ein Sputnik? Töte sie. Adrenalin. Dann noch eine Dosis von Morgens Zellkultur. Tun Sie's. Das sollte reichen. Komm jetzt auf die Brücke, dann erledigen wir dieses Ding ein für alle Mal. Diese Kopfschmerzen werden schlimmer, als ob man Zähne kriegt. Nur im Gehirn. Spüren Sie es, MU? Die Schreie werden lauter, kommen näher. Sie kommen wohl aus der Zukunft, MU.
Von den Menschen auf der Erde. Wie von einem Tier in der Falle. Nehmen wir an, Alex' Plan hätte Erfolg. Und dann? Sie spekulieren darauf, dass es keine weiteren Jäger wie die Typhon gibt. Im universellen Maßstab sind die Menschen sich erst seit kurzem ihrer selbst bewusst. Und doch wollen sie die Tür für ein wesentlich älteres, kosmisches Ökosystem öffnen, das sich von Bewusstsein ernährt. Hier wimmelt es von Haien. Alex glaubt, wir könnten der größere Hai sein. Aber was, wenn wir schlechte Schwimmer sind und jetzt Blut im Wasser ist? Gute Frage. Aber die Basis in die Luft jagen ist irgendwie das Falsche, finde ich. Es ist nicht das Richtige, was ich will. Ich will das irgendwie nicht in die Luft jagen. Bin ich ehrlich. 1. Dezember, flieh von der Thales 1. Nutze den Selbstzerstörungsschlüssel. Ich will auf die Brücke. Ich werde das Ding nullvalisieren. Das ist meine Entscheidung. Schwerkraft normal. Mikrogravitation entdeckt. Ja. Schwerkraft normal. Ich wollte halt nur nicht direkt in die Geschütze reinrennen. So, wohin geht das? Gravity Tunnel. Geht's ins Guts? Will ich ins Guts? Ich glaube nicht, dass ich ins Guts will. Auch nicht falsch, aber ich glaube, über die Lobby und Abitorium geht schneller. Meine persönliche Meinung. Maximal könnte ich jetzt hier noch auf einen Alien treffen, aber mehr als dass der jetzt nochmal Schrot frisst, kann auch nicht passieren. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Tentakel, du bist scheiße. Geh weg. Hab ich keinen Bock drauf. Juhu, Tentakel! Oh Gott, mach die Tür auf! Hier ist das Ding, was mich will! Nein! War nicht hier. Sag ich doch, einfach mal durchrennen. Warum töten, wenn ich Zeit treffe? Das erinnert mich übrigens immer noch so ein bisschen an Max Payne. Oh Gott, war Max Payne damals ein geiler Titel. Dieses Zeitlupenschießen war damals so revolutionär. Das war der Hammer. Max Payne echt gemocht. Ich fürchte, wenn ich es mir heute anspielen würde, höchstwahrscheinlich würde ich sehen, wie schlecht es gealtert ist. Ich glaube, die Grafik war nicht so geil damals schon. Ich glaube, es könnte echt schlecht gealtert sein. Ich fürchte das so ein bisschen. Okay, ich gehe hoch und muss dann auf... Muss ins Arbitorium, so oder so. Also Lobby-Schacht, Fahrstuhl-Schacht. Pistole. Ja, geh mir nicht auf den Nüsse, Mensch. So, hier bin ich sicher. Weil es ist der Almighty Fahrstuhl. Wo selbst dieses permanent absaugende Gerät. Nun ja. Anscheinend hier reinkommt. Es lutscht zwar gerade die Basis aus, aber Fahrstuhl. No way. Wie viele Enten gibt es eigentlich, lieber Chat? Wie viele Enten gibt es von Prey? Weiß das einer? Ich hätte jetzt zum Beispiel schon früh den Zündschlüssel nehmen können. Ich hätte die Station in die Luft jagen können. Die Möglichkeit gibt es auch noch. Was wäre denn noch da gewesen? Da gibt es doch sicherlich mehrere Enten von Prey. Oder führt das linear alles immer zu ein? Weiß das einer? Würde mich jetzt mal interessieren. Weil ich denke, das wäre doch tatsächlich nice to know. Mikrogravitation entdeckt. Fehler. Charakteranpassung erledigt.
Schauen wir, das Nullwertgerät wird mir hier angezeigt? Ja, umso besser. Machen wir auch nichts, kümmern. Gleiten wir ein bisschen durch die Gegend. Oh Gott, ich bin zu schnell. Fast. So, hier muss ja die Brücke sein. Die den ganzen Kram auslöst. Ist hier unten jetzt auch... Okay, das wäre jetzt auch unrealistisch gewesen, wenn ich hier jetzt plötzlich Schwerkraft gehabt hätte. Gut, gehen wir auf die Brücke. Gott sei Dank haben wir übrigens alles im Vorfeld schon geklärt. Das hat mir einiges erleichtert. Also, ich möchte es ja nicht zu früh sagen, ne? Aber es könnte sein, dass wir innerhalb der nächsten paar Minuten das vielleicht noch hinkriegen. Also, das würde bedeuten, da machen wir uns nämlich nachher schon mal gleich Gedanken, Freunde, was wir als nächsten großen Spieltitel raushauen. Das wäre... Ernsthaft? Ich hatte einen Job und hab ihn versaut? Oh, in der Tat, ey. Alles, was ich tun musste, war hier lang gehen, oder? Ja. Ich konnte nicht mal eine Karte lesen. Was zum Teufel hast du getan? Ich führe nur Morgan. Dein Operator hat mich aus dem Terminal ausgesperrt. Wir brauchen eine Verbindung zum Nullwellengerät, um das Signal rechtzeitig zu senden. Bedenken Sie die Risiken. Alex' Plan ist, wenn überhaupt, nur eine kurzfristige Lösung. Wir dürfen das Leben auf der Erde nicht in Gefahr bringen. Wenn jemand Gott spielt, dann du. Dein wahnsinniger Plan nimmt allen ihr Geburtsrecht auf die Sterne. Sie wissen, wie Neuromods hergestellt werden. Die Nachfrage wird steigen. In der Zukunft, die Alex sich vorstellt, werden viele sterben, zum Wohle weniger Privilegierter. Ich streite mich nicht mit einem Computer. Töte es, Morgan. Tut mir leid, Morgan. Ich gebe die Kontrolle über das Terminal nicht auf. Sie müssen mich vernichten. Und dadurch vernichten sie auch sich. Gut. Ich erledige es selbst. Tut mir leid, Morgan. Ich wollte Ihrem Bruder keinen Schaden zufügen. Laut Ihren Anweisungen muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass Sie die Talos 1 und alle Typhon vernichten. Die Sprengung der Station schützt die Erde und bietet vielleicht eine geringe Wiedergutmachung. Ich gebe die Kontrolle über das Terminal nicht auf. Um die Nullwelle zu aktivieren, müssen Sie mich töten. Oh, fuck. Okay. Frage, was machen wir? Jag ich das ganze Gerät in die Luft, um dieses riesen Alien-Vieh kaputt zu machen? Oder Nullwelle? Eigentlich ist mein Plan die Nullwelle, ne? Ich behaupte, sie könnte der Menschheit... Oh, noch Metall. Eine Frage. Ist Morgan Yu über ein kleines Interessengebiet hinaus zu empathiefähig? Ich bin nur eine Operator-Kopie. Ich kann das nicht für sie tun. Also ich finde es eine schwere Entscheidung, ich bin ganz ehrlich, ne? Zum einen denke ich mir, ich möchte die Station und die Bewohner da drauf nicht in die Luft jagen, weil es irgendwo falsch wäre, wenn ich die Möglichkeit hätte, sie zu retten. Hätte Folgendes, dass die Neuromods weiter produziert werden und die Menschheit sich weiterentwickeln könnte. Hätte aber zum Nachteil, dass unter Umständen die Typhon wieder ankommen. Oder man lockt andere an. Was nicht so geil ist, weil ich die ganze Spezies bedrohe. Wobei ich mir auch denke, ich bin so nah an der Erde, ne? Eigentlich könnte der ja auch mal gerade vorbeifliegen. Dieser riesen Typhon-Fuzzi. Ich könnte auch die Station in die Luft jagen, um dieses riesen Vieh kaputt zu machen. Um die Menschheit zu retten aufs eigene Opfer. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde die Nullwelle machen.
Tut mir leid, Jennery. Es tut mir leid. Was die Neuromod ist? Naja, die Antwort ist auf der einen Seite leicht und auf der anderen kompliziert. Sie ist die Zukunft. Heute. Und noch wichtiger, unsere Vergangenheit. Heute. Das ist es, was Trendstar macht. Jeder Mitarbeiter, alle zusammen. Es ist die Unsterblichkeit. Und sie ist wundervoll. Ein sehr gutes Spiel von Bethesda. Muss ich ja sagen. Ich drück das durch. Komm, wir versuchen noch das andere Ende mit in die Folge reinzudrücken. Verborgener Ort? Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist außergewöhnlich hoch. Es denkt wahrscheinlich, es träumt, dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich aus dem Frachtcontainer gerettet. Andernfalls wäre ich erstickt. Später hat es die Leitner-Konnektome besorgt. Sie hatten keinen praktischen Nutzen, waren für mich aber sehr bedeutsam. Es hat mehrere Typhon-basierte Neuromods installiert. Das könnte eine instinktive Rückkehr zu seiner Art bedeuten. Oder einen Versuch, beides zu vereinen. Am überraschendsten war es, dass es Dahl verschont hat. Vielleicht geschah das aus rein egoistischen Gründen. Ermöglichte aber prinzipiell auch anderen, von der Talos 1 zu entkommen. Michaela? Ich weiß nicht. Es hat mich getötet. Was soll ich sagen? Dann war da dieser Mann in der Psychotronik. Ingram. Für ihn ist es nicht gut ausgegangen, aber... Würden Sie es leben lassen? Nein. Sarah, Sie sind die Nächste. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Und es hat auch viele Typhon auf der Station vernichtet. Das muss ein gutes Zeichen sein. Außerdem durchkreuzte es Dahls Plan, uns als Geiseln zu benutzen. Wäre das einer meiner Officer, bekäme es von mir eine Auszeichnung. What the fuck? Daniel, was meinen Sie? Es hat mich gefunden. Obwohl es das nicht musste. Ich habe es gebeten, Volontär 37 aufzuhalten, aber es hat ihn am Leben gelassen. Könnte auf geringen Vergeltungswillen hindeuten. Viele von den Typhon kontrollierte Menschen starben. Nicht, dass es leicht zu vermeiden gewesen wäre, aber... Ich glaube nicht, dass es das Risiko wert wäre. Schließlich wollte es das Nullwellengerät aktivieren. Warum? Um die Typhon-Technologie zu bewahren? Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Was zum Fick ist hier ab? Ich möchte dir etwas zeigen. Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgans Erinnerungen. Das ist die heutige Welt. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand.
Kann ich speichern? Bitte lass mich. Nein, verdammt! Wir lassen es krachen. Wie in alten Zeiten. What the fuck? Alle Typen, geil! Ich werd nicht mehr. Ohne Scheiß. Nee. Komm, jetzt ist mir egal. Jetzt zieh doch über. Ab wann hier 2 und 3? Oh ja, okay, komm. Alter. Was wollen wir machen? Wollen wir das Ding in die Luft jagen oder wollen wir... Komm, wir jagen das Ding noch in die Luft. Und dann töten wir alle. Geile Idee. Bald wird der Apex-Typhon in alle Bereiche der Talos 1 eingedrungen sein. Entscheiden Sie sich. Genau, wir jagen jetzt das Ding in die Luft. Nee. Aber so lustig, dass ich es untersuchen kann. Wo muss ich dafür hin? Scheißegal, ob es jetzt Überzug ist. Ins Kraftwerk. Ernsthaft? Kraftwerk? Das ist am Arsch der Welt. Egal. Was ist passiert? Ah, da hast du das eben nicht gesehen, Felix? Alter Vater. Das war ja meine üble Mindfuck hoch 10, ey. Wie geil ist das Ende denn bitte? Ich hab gedacht so, ja, alles klar, rennst die Menschheit, dann stellst du fest, dann bist du eigentlich, du bist immer noch sein Bruder. Du hast die ganze Zeit aber in einer Simulation übergelebt. Und jetzt bist du einfach so entdeckt, hart mit dem Alien-Material verseucht gewesen, dass man versucht hat, eine Brücke aus beiden zu machen, weil die Menschheit mittlerweile komplett zugemüllt ist. Reaktorkonsole. What the fuck? Mach mal Reaktorkonsole. Also Reaktorkonsole, wo muss ich hin? Lobby. Ebene 1. Wo will ich denn überhaupt hin? Ich will nicht zur Brücke. Ich will zur Lobby. Mach mal Platz hier. Oh Gott, lass mich da noch durch, Mensch. Bewege mich. Da ist die Lobby, ne? What the fuck? Du bist nicht eingeplant gewesen, mein Freund. Sag mir bitte, dass ich hier vorne dran vorbeikomme. Ne? Ich will ja nicht meckern, aber das Vieh ist da. Okay. Also wir jagen jetzt die Station in die Luft und danach töten wir alle. Ich muss das draufkriegen. Sorry, es geht nicht anders. Ich will das wissen. Nicht nach so einem Ende. Nicht nach so einem Ende. Alter, mein Hirn. Mein gottverdammtes Hirn. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss sie entfernen, um ihren Blitz anzurennen. Ja, komm. Wir müssen. Lebenserhaltung, ne? Stationskarte, Lebenserhaltung und dann ins Kraftwerk, jo. Ja, ich weiß, ich bin. Wir machen eine Überzugsfolge, meine Freunde. Wir ziehen über. Aber ich muss wissen, was da passiert. Ich muss das jetzt wissen. Na, muss meinen Kaffee holen. Ja, dann mach schnell, Felix. Das kannst du jetzt nicht verpassen. Dann lassen wir es krachen wie in alten Zeiten. Was für eine Ansage. Und dann eben gerade das noch, ne? Sorry, echt mit dem Plot-Twist habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Überhaupt nicht. Hier waren wir ja übrigens schon mal drin, ne? Das war unten im Keller, ne? Wo ich schon ein so ein Ding drin hatte. Es hat die Station in die Luft gejagt. Alter. Mein Fuck hoch 10. Hut ab. Ich hab mit viel gerechnet, aber nicht damit. Oh, ich hab keine Zeit.
Ich muss Kraftwerk. Ich hab keine Zeit dafür. Weg da. Ich muss hin. Muss die Station in die Luft jagen. Und danach alle Menschen töten. Das ist wie geil. Ich werd nicht mehr. So Leute, wir müssen uns dann gleich übrigens nochmal Gedanken machen, ne? Bleibt mal bitte dran. Was wir als nächstes nach Prey spielen werden, ne? Die Frage werde ich euch gleich nämlich noch stellen. Dass wir uns da überlegen, was für einen schönen langen Titel wir noch spielen können. Ja, ich weiß. Hier, mach mal. Ich war hier schon tausendmal. Ich kenne mich mittlerweile echt komplett aus hier. Dying Light? Macht mir gar nichts. Wir können uns den anschauen. Seht ihr? Hier hatten wir das Ding schon mal drin. Ja, dann. Brücke. Was? Jetzt muss ich wieder in die Brücke? Ich hab diesen ganzen Aufwand gemacht, um da wieder hochzuwatscheln? Willst du mich verarschen? Oh, das war so viel Stress, ey. Oh, jetzt sind die auch noch da. Ich hab gedacht, das geht schneller. Muss ich den ganzen Scheiß hier noch hochgehen, ne? Oh ne, fast, warte mal. Andere Seite, ne? Ach, der Tag geht mir nicht auf die Nüsse. Ernsthaft? Jetzt mal ernsthaft? Spiel? Nein, ich stacke! Ich wollte schon sagen. Keine Zeit. Das Ding ist auch kaputt. Ah. Oh. Tschö. Irgendwie ruckelt es bei mir mal wieder. Ja, sorry, ich bin hier gerade auch etwas durchgehängt. Ich will eigentlich ja nur raus. Jetzt muss ich wieder an die Brücke. Das ist das, was mich ärgert. Ich hab gedacht, ich stecke jetzt hier noch einen Schlüssel rein und sage, jo, alles klar. Das heißt, wir sprinten gerade ein bisschen, damit ich die Zeit beschleunigen kann. Weil ich will wissen, verdammte Axt, ich will wissen, was da passiert. Wenn der mich jetzt nicht aufklärt und elendig trocken verrecken lässt, ne? Ich mache jetzt halt einmal schnell rennen. Weil ich muss wieder zur Brücke. Was willst du machen, ne? Jetzt habe ich die Selbstzerstörung oben. Und jetzt das. Okay, dann geht das ganze Ding in die Luft. Und ich werde wach. Schnell rennen. Renn mal langsam. Warum, Basti? Ey, Basti, hast du eben diesen Mindfuck gekriegt? Ohne Scheiß, ich mache jetzt gerade das Alternativende, ne? Ich habe eben gerade, hat mich das Spiel so weggeblasen. Alter, ich habe gedacht, ich werd nicht mehr. Ohne Scheiß, ich habe nie im Leben mit diesem Ende gerechnet. Das eben gerade war absolut
mein Plan. Wow. Und alles, was ich jetzt tue, ist, ich mache das andere Ende. Ich achte dafür das in die Luft. Und dann wart's mal ab, was passiert. Ey, geht gar nicht. Das war gerade so, what the fuck? Das war wirklich nochmal so zum Schluss. Der Mindfuck, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast. Null. Das hast du nicht kommen sehen. Nie im Leben. Wenn du das hast kommen sehen, sag ich dir, du bist psychisch gestört. Brücke war Arbitorium, ne? Weil, das kannst du nicht haben. Da musst du mit Aluhut rumrennen. Wie ist dein Leid? Also wie gesagt, ich brauche einen neuen Titel. Ihr könnt übrigens da bleiben. Je nach entscheiden wir über einen neuen Titel für Dienstag. Da müssen wir uns mal einen Kopf machen. Schönes, neues, langes Game. Eins, was richtig Bock dran. So wie hier, Prey. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Laune macht. Macht's aber. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht, diesen Spieltitel nachgeholt zu haben. Es war echt lohnenswert. Wie gesagt, Dying Light ist so, sagt mir nichts. Es gibt so viele gute Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, ne? Ich hoffe, wir finden noch ein paar schöne. Also wie gesagt, Sonntag, ne? The Final Station. Kannte ich null. Hammer-Spiel. Richtig gut. Sind auch sehr viele Tode und Clips passiert. So lala. Mikrogravitation. Das ist die Sache, wie gut Dying Light ist. Und was ist so, oh ja, so lala. So lala. Was ist das für eine Ansage? Geh weg, Tentakel. Verzieh dich. Nella. Muss in die Brücke. Muss das alternative Ende auslösen. So, Basti, pass auf. Du wirst gleich weggeblasen sein. Ohne Scheiß. Du kennst das Ende von Prey nicht? Freu dich. Der Shit. Ich habe vorhin die Station gerettet. Jetzt spreng ich sie in die Luft. Geil. Ich habe bisher auch nur 30 Minuten gespielt. Ah, und wie ist dein Leid? Oh ja, 30 Minuten gespielt. Ich weiß, dass Sie die Zündschlüssel für die Zerstörung der Talos 1 vorbereitet haben. Ja, habe ich. Daher finde ich die Aktivierung der Nullwellensendestation rätselhaft. Laut Ihren Anweisungen muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass Sie die Talos 1 und alle Typhon vernichten. Die Sprengung der Station schützt die Erde und bietet vielleicht eine geringe Wiedergutmachung. Ich gebe die Kontrolle über das Terminal nicht auf. Um die Nullwelle zu aktivieren, müssen Sie mich töten. Ich will die Station in die Luft jagen. Willst du mich verarschen? Oder muss ich dazu... von der Brücke aus aktivieren. What the fuck? Wo? Ah, hier wahrscheinlich, oder? Nee. Wo kann ich denn die Zündung aktivieren? Guten Morgen. Alle Mitarbeiter haben sich zu ihrem Arbeitsterminal zu begeben. Im Falle einer Abwesenheit informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten. Hallo? Ich will das Ding in die Luft jagen. Wollt ihr mich denn verarschen? Das steht doch vor in der Brücke. Ziel. Aktiviere den Null... Nee. Hauptgeschichte. Löse die Selbstzerstörung der Raumstation aus. Brücke. Gratulation. Ja, das ist es hier gerade. Ich bin auf der Karte. Hier. Da. Ich habe nirgendwo anders die Möglichkeit, das zu tun. Ich will es ja in die Luft jagen.
Darf ich nicht? Bin ich doof? Sieht das einer anders als ich? Bewege mich. Gibt's hier irgendwo noch was ich nicht gefunden habe? Selbst wenn, wie komme ich denn da oben hin? Ach nee, dich kenne ich ja. Wir waren hier nochmal. Ach, hier oben war der Zugang. Ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt ins Captain Büro muss, aber. Ich muss einfach in die Fluchtkapsel. Ich meine, ja, von hier aus könnte ich das Ding in die Luft jagen. Konnte ich mal. Da habe ich die Menschen in die Luft gejagt. Hallo, Selbstzerstörung bereit. Ah! Von der Kommandokonsole. Sind Sie sicher? Warnung, drohende Reaktor. Es ist erledigt. Ihre gesamten Anweisungen wurden umgesetzt. Alle bis auf eine. Wenn die Station in die Luft fliegt, werden der Apex-Typhon und davon abgeleitete Technologien zerstört. Auch Sie, aber das wissen Sie bereits. Immerhin war es Ihre Idee. Ja. Ihre Alien-Neuromods würden bei der Rückkehr zur Erde ein inakzeptables Risiko darstellen. Ja. Nehmen Sie Platz, Morgan. Sie können in Ihren letzten Augenblicken auch die Aussicht genießen. Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1, da. Hier spricht Morgan. Reden Sie. Ich werde es nicht schaffen. Tut mir leid, das zu hören. Sie sollten hier verschwinden. Es kommt niemand mehr. Bestätigt. Shuttle ist bereit. Ihnen viel Glück, Morgan. Dull over. Es gibt die Möglichkeit, jetzt doch noch? Doch noch? Ins Shuttle zu gehen und zu fliehen? Nein. Alter, was ist dieses Spiel denn abgefuckt mit den Möglichkeiten? Hier. Brücke. Talos 1 Selbstzerstörung. Talos 1, bitte evakuieren. Ja, aber ich könnte jetzt noch mal wieder fliehen, ne? Nein, wir jagen uns selber mit in die Luft. Ich habe immer diesen Traum. Aber ich stelle eine Gefahr dar. So, Basti. Und jetzt pass auf. Das zernatzt dich. Verborgener Ort. Du denkst so, ja, ist die Menschheit gerettet. Alles schon nur gut, ne? Orchid. Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist außergewöhnlich hoch. Es denkt wahrscheinlich, es träumt, dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich aus dem Frachtcontainer gerettet. Andernfalls wäre ich erstickt. Später hat es die Leitner-Konnektome besorgt. Sie hatten keinen praktischen Nutzen, waren für mich aber sehr bedeutsam. Es hat mehrere Typhon-basierte Neuromods installiert. Das könnte eine instinktive Rückkehr zu seiner Art bedeuten. Oder einen Versuch, beides zu vereinen. Am überraschendsten war es, dass es Dahl verschont hat. Vielleicht geschah das aus rein egoistischen Gründen. Ermöglichte aber prinzipiell auch anderen, von der Talos 1 zu entkommen. Michaela? Ich weiß nicht. Es hat mich getötet. Aus Versehen! Was soll ich sagen? Aus Versehen! Dann war da dieser Mann in der Psychotronik. Ingram. Für ihn ist es nicht gut ausgegangen, aber... Würden Sie es leben lassen? Nein. Sarah, Sie sind die Nächste. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Und es hat auch viele Typhon auf der Station vernichtet. Das muss ein gutes Zeichen sein. Außerdem durchkreuzte es Dahls Plan, uns als Geiseln zu benutzen. Wäre das einer meiner Officer, bekäme es von mir eine Auszeichnung. Danielle,
Was meinen Sie? Es hat mich gefunden. Obwohl es das nicht musste. Ich habe es gebeten, Volontär 37 aufzuhalten, aber es hat ihn am Leben gelassen. Könnte auf geringen Vergeltungswillen hindeuten. Viele von den Typhon kontrollierten Menschen starben. Nicht, dass es leicht zu vermeiden gewesen wäre, aber ich glaube nicht, dass es das Risiko wert wäre. Schließlich wollte es die Talos 1 zerstören. Warum? Um die Erde zu schützen? Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Hier. Ich möchte dir etwas zeigen. Now get fucked. Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgans Erinnerungen. Das ist die heutige Welt. Komplett überlaufen mit Typhon. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand. So, ich bin ein Typhon, also impliziert mit kompletten menschlichen Erinnerungen und nicht umgekehrt. So, wir hatten jetzt die Wahl zwischen alle töten oder Alexand nehmen. Wir hatten eben die Station nicht in die Luft gejagt, sondern den Mechanismus und haben Alex die Hand gegeben. Dementsprechend nach haben wir jetzt die Station in die Luft gejagt, alle Menschen gerettet und werden jetzt alle töten. Das verstehe ich nicht. Krasser Shit. Das spielt mir mal. Oh, wie geil, ey. Oh Mann, ey. Es hat sich echt gelohnt. Schönes Spiel. Hat mir richtig Laune gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sorry für die Überlänge, aber das wollten wir, glaube ich, alle wissen, oder? Bis zum nächsten großen Spiel. Euer Sly. Ciao.